Moin Leute, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid beim Maschenarchiv. Heute bei unserem zweiten Teil des Weizenmusters oder auch 3x2 Rippenmusters. Also, wir haben uns im letzten Teil damit beschäftigt, wie wir überhaupt den Aufbau des Ganzen hinbekommen. Dazu haben wir dieses kleine Strickstück schon mal vorgearbeitet, aber wie ihr ja unschwer erkennen könnt, sehen die beiden Muster doch echt schon ziemlich unterschiedlich aus. Und das liegt dann daran, dass ich jetzt das, also wir haben das Muster im letzten Video aufgebaut und jetzt kommt der sich immer wieder wiederholende Teil, also der eigentliche Musterrapport. Und der führt dazu, dass aus diesem schicken Stück das Stück wird. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch im heutigen Video. Und zum Schluss möchte ich euch noch so ein paar, also einen Tipp geben, wie ihr das Ganze schicker hinbekommt. Plus, ich möchte euch nochmal einen kleinen Hack geben, wie ihr das ganze Muster auch noch ein bisschen leichter stricken könnt. Das aber im Anschluss zum eigentlichen Musterrapport. Mit dem starten wir jetzt. Einmal vorab, das ist jetzt ein bisschen komplizierter als die Videos, die ihr vielleicht schon kennt. Sind auch ein paar Sachen bei, die habe ich jetzt, zu denen habe ich noch keine Erklärvideos. Die erkläre ich aber im Laufe des Videos, denn wir brauchen einmal, also wir müssen uns Maschen holen aus tieferen Reihen. Dann müssen wir zwei Maschen zusammenstricken und nochmal eine Masche abnehmen und überziehen. Wenn ich die Videos dafür gemacht habe, stecke ich euch die unten in die Beschreibung rein. Bis dato zeige ich euch das aber auf jeden Fall, während wir das hier machen, nochmal ganz genau. Also, wir starten. Erst einmal mit unserer Randmasche. Die wird ja wie zum Linkstricken abgehoben. Dann stricken wir zwei Maschen links. Eins. Zwei. Und jetzt kommen wir zu unserer Masche, die wir einmal aus der Reihe tiefer holen. Dafür überspringen wir diese Masche hier, gehen in diese zweite Masche. Und jetzt gehen wir vier Reihen nach unten. Also eins, zwei, drei und vier. Das ist die erste Reihe, die wir überhaupt gestrickt haben. Da stechen wir durch die Masche durch. Mal ein bisschen deutlicher zeigen. Nehmen wir mal eine Hilfsnadel, einfach nur zum Zeigen. Also, eins, zwei, drei, vier. Hier in diese ganz unterste Masche stechen wir durch. Binden uns hier einmal den Faden schön fest drumherum. Fixieren das Ganze mit dem Zeigefinger und ziehen dann hier mit dem anderen Zeigefinger schön an der Masche, dass sich das Loch hier schön vergrößert und versuchen dann, unseren Faden durchzufummeln. Und es funktioniert nicht. So, das ist, weil ich es jetzt gerade zu doll gezeigt habe. So, wenn ihr damit Probleme habt, ja, ich habe jetzt hier die Masche, also die Schlaufe aufgenommen, packt ihr auf meine rechte Nadel. Habt ihr damit Probleme, nehmt euch so eine Hilfsnadel oder einfach auch eine Häkelnadel. Damit geht das noch viel leichter. Wir wollen hier eine Schlaufe haben, die jetzt auf unserer rechten Nadel liegt. Die bleibt auch einfach so liegen. Dann stricken wir drei rechte Maschen. Eins, zwei, drei. Und stechen nochmal durch dasselbe Loch durch und holen uns nochmal eine Schlaufe. Nochmal durchstechen, drumherum wickeln, zurückziehen. So, ich nehme die immer einmal auf die linke Nadel und mache das einfach nur, damit es ein bisschen größer ist. Denn je fester ihr hier die Schlaufe macht, desto mehr zieht sich das Muster im Endeffekt zusammen. Ich zeige das noch einmal kurz. Das Muster hat nämlich den Hang dazu, sich so zusammenzuziehen. Und das liegt daran, an diesen Schlaufen. Ja? Wenn wir die nämlich zu eng machen, dreht sich das immer weiter zusammen. Um das zu vermeiden, macht ihr die hier schön locker. Also, wir stricken zwei linke Maschen. Eins, zwei und jetzt nochmal. Wir gehen eins, zwei Maschen nach links und vier Reihen nach unten. Eins, zwei, drei, vier. Stechen durch die Masche durch. Holen uns den Faden, indem wir ihn einmal fest rumwickeln. Ziehen ihn zurück. Masche schön locker. Wir stricken drei rechte Maschen, eins, zwei, drei und stechen durchs selbe Loch und holen uns noch einmal eine Masche.
also eine Schlaufe. Festwickeln, zurückziehen. So, das sieht bei mir jetzt ganz einfach aus. Ich habe da am Anfang aber echt mit gekämpft. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr da Probleme habt, nehmt euch lieber eine Häkelnadel oder eine Hilfsnadel. Zwei linke Maschen. Eins, zwei. Und jetzt wieder eins, zwei Maschen nach links, vier rein nach unten. Eins, zwei, drei, vier. Durch die Masche durchstechen, Faden drumherum wickeln. Dabei die Maschen nicht verlieren. Und Schlaufe holen. Drei rechte Maschen. Eins, zwei, drei. Durchs selbe Loch durchstechen und nochmal eine Schlaufe holen. Und dann beenden wir die Runde mit zwei linken Maschen und einer rechten Masche, unserer Randmasche. So, jetzt haben wir uns schon mal die Schlaufen geholt. Die verarbeiten wir jetzt weiter. Wir drehen unsere Arbeit um. Eine Randmasche wird zum Linkstricken abheben. Jetzt kommen zwei rechte Maschen. Eins, zwei. Hier haben wir jetzt unsere Schlaufe. Die heben wir jetzt einfach wie zum Linkstricken ab. Sprich, Faden vor die Nadel. Von rechts in die Masche einstechen. Abheben und den Faden wieder zurück. Ja, sodass der Faden schön auf der euch zugewandten Seite liegt. Dann stricken wir drei linke Maschen. Eins, zwei, drei und das gleiche Spiel nochmal. Wie zum Linksstricken abheben. Zwei rechte Maschen. Die Schlaufe wie zum Linksstricken abheben. Drei linke Maschen. Eins, zwei. Die Schlaufe wie zum Linksstricken abheben. Zwei rechte Maschen. Eins, zwei. Schlaufe wie zum Linksstricken abheben. Drei linke Maschen. Zwei, drei. Die Schlaufe wie zum Linksstricken abheben. Und drei rechte Maschen. Eins, zwei, drei. So, wir drehen unsere Arbeit. Und jetzt fangen wir an mit einer Randmasche, stricken zwei linke Maschen, eins, ist nach oben gerutscht, zwei. Und jetzt heben wir die Schlaufe ab, indem wir hier einstechen, sie auf unsere rechte Nadel nehmen. Die nächste rechte Masche stricken wir rechts und ziehen die Masche ein, also die Schlaufe einfach wieder zurück. Dann stricken wir eine Masche rechts und stricken zwei rechts zusammen. Wir gehen also von links durch unsere Schlaufe und die davorliegende Masche und stricken einfach eine rechte Masche daraus. Zack. Dann stricken wir zwei linke Maschen. Eins, zwei. Und das gleiche Spiel nochmal. Die Schlaufe abnehmen. Die nächste Masche rechts stricken und die Schlaufe wieder rüberziehen. Eine Masche rechts. Zwei Maschen rechts zusammen, indem wir von links die zwei Maschen stechen, den Faden holen und rechts abstrecken. Zwei linke Maschen. Eins, zwei. Dann Schlaufe abheben, rechts stricken, Schlaufe überziehen, eine rechte Masche, zwei rechts zusammen und zwei linke Maschen stricken und unsere Randmasche rechts. Jetzt stricken wir noch eine Runde, eine Randmasche und hier stricken wir alle Maschen so, wie sie erscheinen, sprich zwei rechte, drei linke im Wechsel. Eins, zwei rechte, drei linke. Zwei rechte, drei linke. Zwei rechte, drei linke. Wir beenden die Runde mit drei Rechten. Eins, zwei, drei. So, das war der Musterrapport für das Weizenmuster oder auch 3x2 Rippenmuster. Und jetzt
könnt ihr auch endlich sehen, dass es wirklich so aussieht, wie es aussieht. Jetzt gebe ich euch noch zwei Tipps, beziehungsweise einen Tipp und einen Hack, wie ihr erstens das schöner gestalten könnt und zweitens leichter damit stricken könnt. Wie ihr nämlich hier seht, haben wir hier mit einer Rückreihe angefangen. Das heißt, wir haben hier die Rückreihe vorne, das seht ihr daran, dass hier so linke Maschen am Maschenanschlag zu sehen sind. Bei dem anderen Stück ist das nicht so. Da haben wir hier die Hinreihe vorne, also die schöne Seite. Wie habe ich das gemacht? Ich habe die Maschen aufgeschlagen auf meine Nadel, habe dann den Faden abgeschnitten und anstatt die Arbeit zu wenden und loszustricken, habe ich einfach wieder an der rechten Seite angefangen. Da habt ihr ein paar mehr Fäden zu vernähen, aber definitiv die schönere Anschlagkante. Das einfach nur so, weil ich einfach nur finde, dass es schöner aussieht. Jetzt gibt es noch den Hack. Dafür müssen wir noch einmal ein Musterrapport stricken. Das mache ich jetzt einmal im Schnelldurchlauf und quasi gehe dann zu der Stelle, wo ich euch zeige, was ihr machen müsst. Also ich stricke jetzt eine Runde einmal schnell. Sollte man die auch richtig aufnehmen? So, 1, 2, 3 Schlaufe. Also ihr seht, dass ich jetzt hier wirklich wieder starte mit der Runde, wo man die Schlaufen holt. So, in der nächsten Reihe kommt dann der kleine Hack, der euch das Ganze erleichtert. Wir stricken ganz normal bis zur Schlaufe, bis zur zweiten Schlaufe. Wir stricken hier zwei linke Maschen, ja, 1, 2 und die dritte linke Masche wird jetzt anders gestrickt. Da stechen wir ganz normal von rechts ein, aber anstatt uns den Faden hier drumherum zu wickeln, legen wir den unter die Nadel. Und nehmen den mit. Und die Schlaufe wird nicht von rechts eingestochen, sondern von links sowie zum Rechtsstricken abgehoben. Dann stricken wir wieder zur gleichen Stelle, sprich zu zweit stricken zwei linke Maschen. Die dritte linke wird dann wieder wie folgt gestrickt: von rechts einstechen, Faden unter die Nadel legen und rausnehmen. Und die Schlaufe wird von links wie zum Rechtsstricken abgenommen. Dann stricken wir wieder zwei rechts, Schlaufe wird abgehoben, zwei links und die dritte linke wieder so abgenommen, dass der Faden darunter gelegt wird. Und die Schlaufe wie zum Rechtsstricken abgehoben. Was bringt das? Also, wenn wir jetzt in dieser Reihe sind, wo wir unsere Schlaufen zusammenstricken, mussten wir ja sonst die Schlaufe abheben, die erste, die nächste Schlaufe, Masche rechts stricken und wieder drüberlegen. Jetzt können wir einfach von rechts durch die Schlaufe und die dahinterliegende Masche stechen und sie rechts abstricken. Ja, eine rechts, zwei rechts zusammen, zwei links. Und hier wieder einfach zwei rechts zusammen. Das hat nicht nur den Vorteil, hier zwei rechts zusammen, dass wir schneller sind, sondern auch einen optischen Vorteil, den zeige ich euch gleich. So, ihr seht nämlich in der ersten Reihe, also ich hoffe, dass ihr das auch sehen könnt, liegen die so ein bisschen übereinander. Ja? Und hier liegen die Beine von der Schlaufe liegen hier so ein bisschen übereinander gelappt
Und hier oben liegen die direkt nebeneinander. Ich finde einfach, dass es ein ebenmäßigeres Bild gibt. Das heißt, ihr strickt nicht nur schneller, ihr habt, sondern auch ein schöneres, ebenmäßigeres Bild. Das ist jetzt aber auch wirklich Profiliga, das muss man wirklich nicht machen. Ich finde einfach nur, es ist nett zu wissen und es macht das ganze Bild ein bisschen schicker. So, das war das Weizenmuster oder 3x2 Rippenmuster. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen länger als gewohnt. Ich hoffe, ihr konntet mir gut folgen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Nöte habt, schreibt mir gerne. Schickt mir auch super gerne bei Instagram irgendwelche coolen Projekte, die ihr daraus gemacht habt. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer super viel Spaß beim Stricken und vielleicht bis zum nächsten Mal.